Shisha-Waren-Test, New Clip. B2B und Olli zeigen euch wieder mal, was so abgeht. Lehnt euch zurück, genießt die Show. Shisha inhalieren und rein mit dem Smoke. Servus, liebe Shisha-Freunde, Shisha-Waren-Tester, Shisha-Olli und B2B im Raum des Rauches 1.0, Freunde. Ihr wünscht es euch immer wieder und natürlich, der Raum existiert natürlich nach wie vor. Und wenn ihr es wollt, dann bekommt ihr es natürlich auch. Daumen hoch für Raum des Rauches 1.0, Freunde. Und heute, Freunde, haben wir nicht nur die EG-Glas 2010er Edition, die es schon sehr, sehr lange nicht mehr zu kaufen gibt am Start, sondern auch noch ein ganz besonderes Produkt für die Shisha. Und deswegen ist natürlich heute wieder wahrhaftige Betonierungszeit. Und auch in diesem kleinen Raum kann es durchaus passieren, dass die Dampflok an ist. Ja, Freunde, jetzt schauen wir uns mal das Produkt an. Ich hole euch dazu einmal nach unten und dann werden wir uns das mal genauer anschauen. Da der Olli ja ein leidenschaftlicher Dampfer nebenbei auch ist. Ne? Hobbymäßiger. Du machst das ja auch gerne. Ne? Schauen wir uns das natürlich genauer an und der Olli wird das euch dann ein bisschen erklären, weil er kennt sich ja mit Dampfprodukten ziemlich gut aus. Denn wir haben hier einen Shisha-Aufsatz, einen E-Kopf für die Shisha. Und egal welche Shisha, Hauptsache Kopfanschluss ist vorhanden, dass es draufstecken könnte eben, ne? Also von daher kein Problem. Und da haben wir auch passende Liquids am Start. Und das Ganze wurde uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt von liquido24.de. Genau, und jetzt kommt das Ganze hier in einer schönen Verpackung. Das kann man gleich mal sagen, mit deutscher, englischer und französischer Anleitung oder was für Sprachen. Auf jeden Fall drei verschiedene. Deutsche Anleitung ist mit dabei. Und der Kopf ist hier in der Schaumstoffverpackung. Packung mit drinnen. Genau, also kommt sicher und Nobel nach Hause. Und dann haben wir das Ding gerade mal angeschlossen an eine Powerbank. Ist natürlich auch kein Problem, weil ja, wenn man eine Powerbank hat, kann man das Ding natürlich auch kurz mal vollladen. Und ja, mal den Schlauch kurz weg. Ja. Das stört immer ein bisschen. So, also jetzt, Olli wird jetzt euch mal die Proteus E-Hooker von Aspire mal ein bisschen genauer zeigen, was es denn für ein Produkt ist. Ganz kurz zu den Daten. Das Teil nennt sich Aspire V1.1. Genau. Und ja, ich würde sagen, Olli, jetzt bist du dran. Also, wir haben die Ladebuchse, dass man die Akkus aufladen kann. Allerdings, es sind welche zum Entnehmen. Dampfershop wird euch abraten davon, die so zu laden, weil man da oft die Steuergeräte innen drin kaputt macht. Die sagen immer, kauft euch lieber ein gescheites Ladegerät, also nicht so ein 0815 aus dem Einzelhandel, sondern ein gescheites Ladegerät für solche Akkus und ladet die einfach separat. Dann schützt ihr das Gerät länger, ohne dass was kaputt geht. Man kann es natürlich darüber laden, aber ich sage, das sollte eine Ausnahme bleiben. Wir haben hier unten zwei Abdeckungen. Es können zwei Akkus in das Gerät rein. Man muss natürlich beide aufschrauben. Upp. Zeige ich es euch kurz nochmal. Wollt ihr es ja genau sehen. So, zwei Akkus drin. Natürlich haben wir dann doppelte Power. Hält natürlich länger. Wenn man jetzt mehr Akkus drin hat, haben wir natürlich länger. Ohne dass man aufladen muss, richtig. Beide Akkus müssen im Prinzip mit dem Pluspol, und ihr wisst, es ist wie bei einer normalen Batterie, der Pluspol ist immer der kleinere. Meistens so ein kleiner Zipfel oben dran, aber da sieht man es ja kaum. Aber der kleinere Pol, hinten ist der größere. Müssen beide nach unten reingucken. Warum? Wir haben es auch jetzt erst anfangs gar nicht gesehen, weil nirgends ein Bildle war. Aber hier im Deckel haben wir das Minus. Also wissen wir, okay, Minus ist dann unten und in beiden Deckeln ist der Minus. Also nicht schlimm jetzt, wenn ihr die Deckel, jetzt nicht mehr wisst, von wo ihr die runterdreht habt. Weil ich sage immer, scheiße, was ist, wenn jetzt hier Minus und da Plus ist? Das findet ihr nie wieder raus wahrscheinlich. Alles gleich, ja. Genau, dann dreht ihr das bloß wieder zu. Ist ein bisschen unhandlich, finde ich. Das ist fast schon wie beim Satellitenkabel reindrehen am Fernseher. Stimmt, ja. Wo man kaum hinkommt und außer da muss man dann... hier mit dem Eurostück rein und dreht das zu, ne? Dafür ist ja, glaube ich... Stimmt, die Idee wäre gar nicht so doof. Das geht natürlich auch. Aber ich sag mal so, wenn man ein bisschen fingergeschickt ist, man hat ja ein bisschen Auflagefläche, kriegt man das auch zu. So, ganz kurz. So, zu. Dann sehe ich, warte mal, zeig mal unten nochmal, da haben wir hier noch die Gummidichtung. Achso, ja. Da ist eine verarbeitete Gummidichtung drin, die kannst du drin lassen. Aber die ginge sogar raus, die wackelt. Genau, also die ist dann für die Shisha schon geeignet. Genau. Das heißt, die ist schon vorbereitet, müsst ihr keine mehr reinmachen. Genau, hier oben haben wir natürlich dann das Herzstück nochmal. Weil unten ist der Akkuträger, so wie man so schön nennt. Und oben ist der Verdampfer mit Tank. Wir haben ein bisschen bloß durchgelesen, es gab natürlich auch eine Vorgängerversion. Hier haben wir einen größeren Tank, hier haben wir jetzt 18 Milliliter. Also da passt schon einiges dann an Liquid rein. Man muss im Prinzip nur oben dann diesen Deckel aufdrehen.
Mal gucken, wie viele Umdrehungen. So. Und dann kann man schön, man sieht ja, also man kann nichts daneben tröpfeln. Also wer das nicht trifft, weiß ich auch nicht. Hier ist der Verdampfer selber. Da ist laut Internetseite eine Öko-Watte drin. Ihr kennt es, viele, die wo selber wickeln, die machen die Watte selber in den Draht rein. Hier ist natürlich so vorgefertigte Coils. Muss man ab und zu auch tauschen, weil ihr schmeckt es sonst, wenn der verbrannt wird oder so. Deswegen sagen wir mal immer wieder, diese Dinger tauschen. Die kriegt ihr eigentlich in jedem E-Zigaretten-Shop, weil da gibt es verschiedenste Coils. Hier haben wir natürlich jetzt einen verbaut mit 0,16 Ohm. Heißt, wir dampfen im Sub-Ohm, also unter einem Ohm. Sollte eigentlich dann auch richtig gute Dampfentwicklung geben. Aber da spielt natürlich die Mischung auch eine Rolle, was Liquid, das Liquid ja. hat. Aber das sagen wir euch dann gleich halt. Kannst du eigentlich gleich offen lassen, genau. So. Wir haben jetzt hier verschiedene Liquids und da gibt es auch Unterschiede. Es gibt einmal die Pure Edition und die Premium Edition. Der Unterschied zwischen Premium und Pure ist, Pure heißt nur ein Geschmack ohne irgendwas anderes mit drin und Premium bedeutet in dem Fall eine Mischung aus verschiedenen Aromen. Also bei Grape Lemon Mint, den wir jetzt gleich probieren, haben wir zum Beispiel Traube, Zitrone, Minze, also drei Aromen in einem Liquid und hier haben wir dann eben nur Orange ohne irgendwas anderes mit drin. Deswegen heißen die simplen Sachen Pure und die Mischungen heißen Premium. So, wir haben bei allen natürlich die gleiche Mischung drin. Wie ihr ganz unten seht, jetzt die PG- und VG-Mischung. Im Prinzip ist eines der Rauchträger, also sprich, je mehr von dem Anteil drin ist, desto eher raucht der ganze Spaß. Aber natürlich dann, wir haben insgesamt 100, also 66 hier und dann 34 PG. Das andere, der kleinere Wert jetzt in dem Fall, ist der Geschmacksträger. Es gibt 50-50 Mischungen, da habe ich dann ausgeglichen Rauch und Geschmack. Und je höher die erste Zahl ist, ich dampfe zum Beispiel daheim mit 80 zu 20 oder 90 zu 10, also viel Dampf, aber leider wenig Geschmack. Hier hat der Hersteller aber auch geschrieben im Internet, gerade bei diesen Sorten für Shisha, hat er geschrieben, dass er da mehr auf Geschmack geht, weil wir halt einen längeren Weg von hier oben durch die Bowl haben, dann in den Schlauch und da geht viel anscheinend durch den Hersteller verloren. Deswegen hat er sich für diese Mischung empfohlen und deswegen gibt es diese Sorten eigentlich nur für den Shisha-Bereich. Genau. Also die sind perfekt für den. Ihr könnt zwar auch andere Liquids nehmen, aber er sagt halt, die sind jetzt perfekt nur für diesen Kopf abgestimmt. Genau. So, und ich denke mal, dieser rote Strich wird die Maximum-Fülllinie sein, oder? Hat das was zu bedeuten? Nö. Okay. Also im Prinzip, weil wir haben hier oben auch keinen großen also wo es reinlaufen kann, weil wir dampfen ja nach unten raus. Deswegen können wir im Prinzip das Ding mit 18 mm Liter eigentlich komplett voll machen, aber wir machen es jetzt nicht, weil wir werden ja auch nicht hier den ganzen Tag noch durchdampfen. Ja. Ich schätze mal jetzt, die Menge wird auf jeden Fall für uns jetzt reichen. Yeah, yeah. Aber ihr könnt es auf jeden Fall natürlich voll machen, weil von oben kann nichts reinlaufen jetzt, weil meistens dampft man ja von oben raus. Ihr wisst es bei einer E-Zigarette, hier geht der Dampf nach unten. Deswegen geht es eher durch die Watte und dann ins Gerät. Ich denke, das Rote wird eher die Mindestmenge sein. Richtig, genau. Ja. Dass die Watte nämlich, ihr müsst ja vorstellen, es gibt diesen sogenannten Dry-Burn. Heißt, wenn die Watte zu trocken wird und ihr zieht es dran, dann kann es sein, dass die in Flammen aufgeht. Oha. Und Flammen in der Lunge. Also zudrehen. Ich sage immer so schön, trotzdem ein bisschen warten dann natürlich, bis sie die Watte komplett aufgesaugt hat, das Liquid. Und dann könnt ihr eigentlich losdampfen durch die wirklich großen Öffnungskanäle in die Watte und durch diese relativ schöne Mischung. Man sieht, es ist nicht zu dickflüssig, sondern es ist wirklich, wie ich es ja vorhin erwähnt habe, mit dieser Mischung hier, weil je mehr natürlich das erste drin ist, ist es dickflüssiger. Geht es eigentlich relativ zügig, also ihr könnt es auch wirklich länger ziehen und auch öfters. Mhm. Wenn die Kanäle natürlich wie bei alten E-Zigaretten so klein sind und ihr habt so eine spezielle dickere Liquid-Flüssigkeit, da müsst ihr aufpassen, dass ihr nach dem Ziehen ein bisschen wartet, dass die Watte sich natürlich wieder weiter vollsaugen kann. Okay, das heißt, jetzt können wir eigentlich gleich direkt losdampfen, genau, oder? Ja, eigentlich schon. Wie gesagt, jetzt warten wir noch 5 Minuten, machen wir die Kamera raus, dass sie wirklich dann vollgezogen ist. Aber ich schätze mal, so in 5 Minuten können wir auf jeden Fall losdampfen. Dann ist die Watte schön bis innen vollgesaugt. Okay, dann machen wir eine kurze Pause und dann probieren wir mal und gucken einfach mal, wie das Ganze so als Alternative zum Standard-Shisha-Tabak so sein wird. So Freunde, wir haben jetzt gewartet, noch circa 5 Minuten, wie der Olli schon gesagt hat, dass die Watte sich schön voll saugen kann. Und ja, jetzt würde ich mal den ersten Test mal machen. Erstmal Durchzug vorher-nachher prüfen. Stimmt. Ist ja auch wichtig zu gucken, wie der Durchzug dann ist. Genau. Klar, jetzt war dann immer am besten einfach mal einen Standardkopf. Geben den mal kurz drauf und gucken einfach mal, wie der Durchzug so ist. Ja, so wie man bekannt, wie man es kennt, genau. Also, okay. Weil vorhin habe ich zu Benny gesagt, wo die Luftlöcher sind. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es ja vorhin in der Kamera gesehen. Wenn nicht, ich zeige es euch ganz kurz noch. Weil mir hat schon gewundert, wo ich draufgeschraubt habe. Da habe ich gesagt, wo ziehen wir jetzt hier wohl die Luft durch? Weil, wie gesagt, wenn wir hier unten rausziehen, wo kommt die Luft rein? Wir haben hier seitlich, hier sieht man zum Beispiel so kleine Kanäle.
Die gehen rundherum mal ab und zu so kleinere und da zieht man die Luft rein und es sind schon ein paar, also zwei, vier große Kanäle. Ja, also schätze ich mal, könnte da sein, aber ich glaube nicht, dass er genau den Durchzug passt. Wie jetzt einen richtigen Kopf, aber wir lassen uns auch was Besseres erklären. Also, das muss man natürlich auch mal beachten, welcher Gummi benötigt wird. Da ist ein Gummi eben mit dabei. Zur Not, ich habe dir mal ein paar hundert. Ja, nö, aber. Ja, gut, dass er fest drauf wäre, aber er ist fest. Also, okay. Ihr seht es, da passiert nichts. Er ist quasi ganz runtergesteckt, aber das macht, glaube ich, nichts aus. Der ist dicht. Das passt, ja. So. Das sieht gut aus. Du kannst ja noch erwähnen, wie das Ding jetzt eigentlich angeht. Muss man da einen Knopf drücken? Nein. Wie bei der E-Zigarette? Nein, nein, gar nichts. Also wenn du es anschließt ans Ladegerät, hier vorne leuchtet hier eine LED-Leuchte, blau und orange. Und wenn sie orange leuchtet, muss man sie vollladen. Wenn sie blau leuchtet, ist sie vollgeladen. Und während dem Ziehen leuchtet die dann auch auf und signalisiert euch, vollgeladen oder langsam leer, sollte man wieder aufladen. Genau. Vor allem und jedes Mal, wenn ihr jetzt zieht, dann geht das Gerät auch erst an. Also das hat anscheinend einen Sensor drin, der merkt, wenn ihr zieht, dann ist es wie den Knopf zu drücken, was man bei der E-Zigarette halt hat. Genau, bevor wir jetzt ziehen, würde ich mal sagen, noch ganz kurzer Geruchstest von dem Liquid. Wir haben jetzt, wie gesagt, der Grape Lemon Mint. Ich probiere es lieber, weil so macht man es eigentlich meistens. Bin ich auch dabei. Oh, huiuiui. Der hat Zunder, ha? Ja, ja, der hat richtig Zunder, ihr leckt mir im Arsch. Also, erinnert mich irgendwie an so Vic. Ja, genau, weil das richtig stark ist von dieser erfrischenden Note, von dieser... Ja. Und auch kühl. Aber die Traubennote schmeckt man auch raus. Also auch kalt, ist schon mal vielversprechend. Dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir es jetzt dampfen. Also, machen wir mal den ersten Zug. Jetzt seht ihr das hier oben zum Beispiel, hier leuchtet es grün. Und hier vorne, das sieht man wahrscheinlich, da leuchtet es orange, so ganz kleiner Punkt. Aber hier haben wir den grünen Knopf, grünes Licht im Verdampfer. Dann sieht man, dass er gerade da angeschaltet ist. Und sobald das grüne Licht aus ist, was hier leuchtet, hört auf. Wie man sieht, die Pfeife ist schön voll. Durchzug ist ein bisschen schlechter, wie wenn man einen normalen Kopf verwendet, aber der ist lang nicht so schlecht, wie ich jetzt gedacht hätte. Ja? Weil wir haben ja schon ein paar E-Köpfe getestet und da haben wir ja immer das Problem gehabt, dass der Durchzug sowas von schlecht geworden ist. Da habe ich mich gefühlt wie vor 10 Jahren, wo ich mit dem Cobra-Schlauch geraucht habe. Wirklich, Freunde. Also der Durchzug war wirklich beschissen, aber hier muss ich sagen, wenn man alleine raucht, ist es gar kein Problem. Nö, also muss ich jetzt aussagen, also die schreiben so hin in dem kleinen Heftle, dass es so ungefähr umgerechnet maximal 100 Watt sind mit dem, was wir dampfen. Kann ich so knapp bestätigen, aber nur knapp, weil Benny meistens bei 100 Watt bei meiner Zigarette eigentlich hustet. Der raucht meistens mit 80 Watt. Wir haben aber hier auch einen viel weiteren Weg. Richtig, hier haben wir auch der weitere Weg dazu, ja klar. Und auch noch diese Kühlung hier durch. Voll doof, total positiv überrascht über sowas. Und der Geschmack ist auch richtig stark, ne? Also mein Hals ist total kalt, ja? Wenn ich so einatme, eiskalt die Minze, ja? Bei der Traube hat man ja eigentlich auch so ein leichtes Kitzeln noch mit dabei, beim Tabak, ja? Wie ist es bei der E-Zigi, beziehungsweise beim E-Kopf? Nö, es ist nur erfrischend. Ich finde persönlich, ich weiß nicht, ob es jetzt an der Base liegt, also an diesem Grundmittel, finde ich, hat das einen leichten Nebelmaschine, finde ich. Schmeckt es so leicht. Aber die Traubennote, also es schmeckt jetzt nicht schlecht. Aber ich sag mal so, mein Liquid daheim, ich habe auch Traubenliquid daheim, finde ich jetzt ein bisschen besser. Wie du sagst, die Kühle ist da, man schmeckt auch ein bisschen was, aber bei der E-Zigarette habe ich trotz 80-20 oder teilweise 90-10er Mischung, habe ich trotzdem noch mehr Geschmack auf jeden Fall, wie jetzt hier aktuell. Wir können ja auch noch so ein Love 66 oder sowas dann mal noch reinmachen und das einfach mal zu probieren, wie der dann so schmeckt. Also von der Funktionalität, klasse, definitiv. Also es funktioniert besser, wie ich jetzt gedacht habe, weil ich war ja, wie gesagt, schon gebrandmarkt von den anderen Dampfprodukten, die wir ja als E-Köpfe schon getestet haben und die waren wirklich alle Schrott, wirklich. Also ich hätte es nie wieder verwendet. Und der funktioniert eigentlich echt gut, muss ich sagen. Also der Durchzug ist in Ordnung, ja, für das, dass es ein kleiner E-Kopf ist, sag ich mal, wenig Luftzufuhr ist, im Gegensatz zum Kopf, jetzt ist das hier deutlich besser. Ich möchte jetzt mal was testen. Du willst jetzt mal direkt probieren? Ich will mal direkt probieren. Ja, dann mach mal. Uiuiui. Also, okay, wesentlich intensiver. Echt, oder? Aber
Vorsicht! Echt? Der wird auch wesentlich stärker. Also der merke ich jetzt schon. Vorsicht dann, dass der Husten jetzt anfängt wie die Sau. Der wird auch heißer. Man merkt, dass man das Wasser braucht, aber der Geschmack ist wesentlich intensiver. Junge, Junge, Junge. Also, so muss ich sagen, so die den sofort weiterdampfen. Also wirklich super. Also da kriegst du wieder ein Lob von mir jetzt. Es ist wirklich jetzt der brutale Weg bis davor, wo ich sage, da schwächt er jetzt extrem ab. Wahnsinn. Also direkt dran gezogen ist wirklich brutal. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch ganz kurz das Experiment. Tauschen hier einmal kurz das Liquid aus. Machen noch kurz den Love 66 rein. Den kennen ja auch ganz viele Shisha-Begeisterten. Und dann gucken wir einfach mal, wie der Geschmack mit dem dann so abläuft. Jetzt probieren wir mal kurz einmal nochmal hier auf dem Finger. Love 66. Schrägstrich 34. Genau. So, dann gebe ich glaube ich so eine Honigmelone mit... Honigwassermelone. Mit, was habe ich vorhin gesagt, Maracuja glaube ich sein. Genau, richtig. Keine frische Note diesmal, ne? Nö. Schön exotisch. Und vor allem sehr süß. Ja, süß, genau. Ja, und auch hier wieder Geschmack. Klar, es braucht ein paar Züge, bis der alte Geschmack weg ist, klar. Aber der ist jetzt mittlerweile weg. Wir haben, bevor wir wieder gestartet haben, ein paar Züge gemacht. Und ja, ich muss sagen, passt. Also geschmacklich auch. Sehr lecker, oder? Der gefällt mir jetzt besser. Da schmeckt jetzt wirklich auch was Süßes raus. Könnte auch intensiver sein, sage ich mal so. Aber ich finde ihn jetzt sogar besser, wie jetzt den Traube, was wir vorhin gehabt haben. Traube Lemon Mint oder wie er hieß. Ja. Finde ich den jetzt sogar noch besser. Und vor allem finde ich jetzt die Rauchentwicklung ein klein wenig besser sogar noch. Super, ja. Also positiv überrascht auf jeden Fall. Der beste E-Kopf, den wir bis jetzt getestet haben, auf jeden Fall. Die Liquids sind auch nicht schlecht und man merkt auch, dass sie konzipiert worden sind für Shisha. Ja, man merkt es auch, wenn man direkt dran zieht, dass sie wahnsinnig ballern. Ja. Und für die Shisha durch den langen Weg und so weiter mit Wasser zum Abkühlen. Es wird auch nie heiß im Hals. Richtig. Man merkt es ja beim Dampfen, wenn man da wirklich 5-6 Mal hintereinander durchgehend zieht, dann kann man irgendwann immer ziehen, weil es zu heiß macht. Hat man hier ja gar nicht. Ne? Also perfekt natürlich für jeden, der wohl jetzt kein Nikotin rauchen möchte, der wohl sagt, der sucht was Nikotinfreies. Weil die Dinger gibt es natürlich auch mit Nikotin, aber das ist halt jetzt wesentlich einfacher, nikotinfrei zum Rauchen. Weil die reinen fertigen Dinger, die sind schon ohne Nikotin, weil die dürfen ja durch das TBD2 anscheinend, ja, glaube ich, nicht mehr mit Nikotin sein, sondern extra separaten Nikotin-Shot. Allerdings fertig gemischt, trotzdem, auch wenn es für diesen Kopf perfekt geeignet ist, teuer, finde ich jetzt persönlich. Weil Preis 22,99 für eine Flasche. Mhm. Ich persönlich mische ja auch schon für meine E-Zigarette selber zu Hause an. Also ich finde, es ist eine gute Alternative zum Tabak, ganz klare Sache. Und vor allem auch, wenn man wirklich mal einen E-Kopf verwenden möchte, ja, kenne ich jetzt keinen besseren. Wir haben ja bis jetzt ein paar getestet. Da ist der mit Abstand der beste bis jetzt. Also von daher muss man ganz klar sagen. Und die Rauch- bzw. Dampfentwicklung und auch der Geschmack und so weiter, der liegt natürlich auch am Liquid, ganz klar. Ist hier wirklich sehr, sehr gut. Und auch der Preis von diesem E-Kopf ist günstiger wie die, was wir bis jetzt alle getestet haben. Also der liegt aktuell bei 69,95. Und das ist ordentlich. Ja. Ich wollte gerade sagen, weil da kriegst du eine gescheite E-Zigarette mit zwei Akkus auch nicht gerade für den Preis. Also normalerweise mit Akkuträger und Scheibenverdampfer, wenn du was Gescheites wolltest, dann seid ihr bei locker 100 Euro. Das sage ich auch, Toppreis. Das muss man da hinstellen lassen, auf jeden Fall. Qualität sieht auch super aus. Vor allem Akkus austauschbar ist immer sehr gut, wie ein fest verbauter Akku. Ja. Die Coils könntest du wechseln. Es gibt von mir eine Kaufempfehlung für Leute, die wo jetzt nikotinfreies dampfen wollen, aber keine Paste wollen oder keine Steine, weil sie sagen, ey, das will ich alles nicht, oder Zuckerrohrersatz, der top für den Preis, super. Kann man jetzt wirklich nichts sagen, klar, uns eingefleischte Shisha-Raucher wird es jetzt nicht dazu bewegen, nur noch das zu verwenden, ganz klar, aber ja, kann man auf jeden Fall empfehlen für die Leute, die sowas suchen. Genau, ja. Und vor allem ich empfehle, wenn ihr selber mischt, empfehle ich euch jetzt einfach 50-50 Mischung, 50 PG, 50 VG, dann habt ihr noch ein bisschen mehr Geschmack drin, also noch einen stärkeren Geschmacksträger. Und dann kommst du billiger hin. Fertig. Richtig. Genau. Genau. Mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen. Liebe Grüße gehen ans Liquido24-Team raus, an den Patrick. Vielen, vielen Dank fürs zur Verfügung stellen. Ihr findet auch nochmal den Link zum Shop und zum Kopf und zum Liquid natürlich unten in der Videobeschreibung. Und dann hätten wir es für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr es natürlich gerne zeigen mit eurem Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Abonnieren geht hier direkt bei mir. Zum letzten Video geht es hier drüben bei Olli. Und hier in der Mitte geht es zum Shisha World Partner Shoplink.
Wenn ihr mehr Videos sehen wollt im Raum des Haus 1.0, Bescheid geben, Freunde. Machen wir natürlich gerne. Dann war's das für heute. Wir sagen danke, bis zum nächsten Mal und Servus!